So, servus Leute. Nach meinem Island-Video haben ja viele nachgefragt, ob ich mal ein Video machen könnte, was ich auf einer Motorradtour alles so dabei habe. Wie ich das mache mit den kalten Temperaturen, zum Zelten, zum Fahren und ja, was ist mein Equipment so. Genau, und deswegen habe ich jetzt hier mal auf meiner Terrasse mal was ausgebreitet, mal alles so zusammengestellt, was ich auf so einer Tour so mitnehme. Und das will ich euch jetzt so Stück für Stück zeigen und erklären, ja, was ich da alles dabei habe. Also nur kurz vorab, ich habe jetzt keine Klamotten oder so hier hergerichtet. Das muss ja jeder selber wissen, was und wie viel er da mitnehmen will. Und ich bekomme auch keine Werbeeinnahmen von den Firmen hier. Also wenn ich irgendwas gut finde und sage, das ist super, dann weil ich es wirklich super finde und nicht, weil irgendjemand mich dafür bezahlt ist, zum sagen. Genau, und jetzt würde ich vorschlagen, legen wir los, gehen wir hier mal gemeinsam das Zeug durch. Genau, also ich würde einfach mal ganz vorne anfangen am Motorrad. Da ist mein Tankrucksack. Da habe ich immer meine Kamera griffbereit. Das ist die Systemkamera von Sony Alpha 6400 mit einem Teleobjektiv. Und die habe ich jetzt seit knapp eineinhalb Jahre. Ist eine super Kamera, Top Allrounder, mit der kann man so ziemlich alles machen. Ist noch eine Tasche mit dabei. Dann habe ich auch immer noch im Tankrucksack eine Rolle Zewa. Da stecke ich dann innen rein immer noch Mülltüten. Je nachdem, wie viele Tage die Tour hat, immer für jeden Tag eine Mülltüte für den Abend und noch zwei, drei auf Reserve. Dann kommt hier so ein Karton, den tausche ich von Zeit zu Zeit mal aus. Das ist dann so meine Abtrennung quasi zum Ladebereich. Und da sieht man schon, da schaut es wild aus. Das sind meine ganzen Ladekabel. Also ist hier zum Beispiel so ein Drohnenladekabel. Ja, das geht dann über Zigarettenanzünder. Dann hier für die GoPro habe ich 5 Akkus. Geht alles dann über USB, auch über einen Zigarettenanzünder. Das sind nochmal 2 Ersatzakkus für die Sony-Kamera. Und nochmal ein zweites Ladegerät für die Drohne, weil man auf einer Tour schon mal ein Ladegerät abgeraucht ist. Deswegen habe ich hier doppelte Besetzung. Und ansonsten halt noch Handy-Ladekabel. Genau, und irgendwo flackt noch ein Stecker für eine Steckdose, den brauche ich aber eigentlich nie, weil ich lade immer alles am Motorrad. Dann habe ich hier vorne drin noch die ganzen Stecker für den Zigarettenanzünder. Der ist jetzt zum Beispiel von Anker. 2 USB-Ausgänge, habe noch ein paar mehr auf Reserve, weil ist ja bei mir ziemlich wichtig, dass ich immer am Strom bin. Dann habe ich da noch Kopfhörer, auf lange Autobahnfahrten mache ich mir da manchmal Musik rein. Und auch ganz wichtig, Ohrenstöpsel für die Nächte im Zelt und noch ein Feuerzeug. Hier oben drauf ist dann immer meine Karte, wo ich aktuell lang fahre. Und da hinten ist dann die Reisemedizin. Ja, muss auch jeder selber wissen, was er da braucht. Bei mir wird es von Jahr zu Jahr immer mehr, umso älter man wird. Am Anfang waren es nur Kopfschmerztabletten und mittlerweile ja schon ein Haufen Zeug da drin. Ja. Ansonsten hier Seitentasche, da habe ich noch so einen Fernauslöser fürs Handy. Wenn ich dann die Bilder von mir selber mache, kann ich quasi hier mit einem Drücker, also das Handy auf dem Stativ haben und hier mit dem Drücker auslösen. Und hier drüben sind eigentlich nur noch ja, meine Aufkleber für unterwegs zum Verteilen. Und was haben wir noch? Genau, da vorne kommen noch ziemlich wichtige Sachen in dem Fach. Sonnenbrille, auch immer wichtig. Korkenzieher, ganz wichtig. So ein Profiltiefenmesser, machen wir auch nicht schlecht. Dann habe ich hier noch so ein Lenspan, heißt der. Ist quasi zum Kameralinsen putzen. Kugelschreiber,
Nochmal Feuerzeug und hier ein paar so Sicherungen. Genau, das war's zum Tankrucksack. Dann machen wir hier unten weiter. Da habe ich immer noch ein paar extra Speicherkarten dabei. Hier noch ein Porträtobjektiv für meine Kamera. Auch mit schöner dicker Tasche, damit da nichts kaputt geht. Hier dann verschiedene Filter für die Kamera, ND-Filter in 8, 64 und 1000 und dann noch ein Polarisationsfilter. Das Zeug kommt bei mir nicht oft zum Einsatz, also wenn überhaupt, dann mal dieser 1000er Verlaufsfilter, ja, wenn man tagsüber Langzeitbelichtung machen will bei Wasserfall oder sowas, dann nehme ich den nochmal. Die anderen waren halt im Set mit drin, aber die brauche ich eigentlich eher nicht. Ansonsten gehen wir gleich fototechnisch weiter zu der Drohne. Das ist die DJI Mavic 2 Pro. Und halt hier vorne die Hasselblatt-Kamera mit 20 Megapixel. Richtig cooles Teil. Habe ich jetzt schon, glaube, 3 Jahre. Ja, also kann ich überhaupt nichts Negatives sagen. Die funktioniert tadellos, die folgt mir auf dem Motorrad, die hat die krasseste Technik, finde ich, von allen. Also die kann echt, die könnte 6 Kilometer weit fliegen, halbe Stunde lang fliegen, bis zu 70 km/h schnell, einem hinterher fliegen und macht mega scharfe Bilder und Videos. Natürlich auch 4K möglich, aber ich filme immer auf Full HD. Für YouTube, finde ich, ist das okay. Hier mit der Fernbedienung noch und ein extra Akku mit auch einer Tasche. Dann hier neu im Gepäck seit 2-3 Wochen ein Mikrofon fürs Handy. Ja, das werde ich in Zukunft nutzen, wenn es starke, also wenn es windig ist, damit es auf meinem Handy nicht immer so auf den Tonaufnahmen nicht die Windgeräusche so dominieren. Dann kommen wir schon zu der letzten Kamera, die ich immer dabei habe. Oh, also mal abgesehen von meiner Handykamera, da habe ich übrigens das iPhone 13. Das macht auch richtig scharfe Bilder. Und hier auf dem Helm hängt noch die GoPro Hero 7 Black. Und das Ganze hängt auf meinem Helm. Shohei Neotech 2. Auch ein super Helm. Integralhelm zum Aufklappen. Und mit eingebauter Sonnenblende. Kostet zwar ein bisschen was, aber der ist echt top. Den habe ich jetzt auch schon seit 3 Jahren. Genau, und dann sind wir eigentlich schon bei meinem Outdoor Equipment. Da habe ich eine 20.000er Powerbank von Anker. Für mich extrem wichtig. Jedes Mal voll im Einsatz. Dann 2 Taschenlampen. Auch wichtig zum Zelt aufbauen. Taschenmesser. Ja, bis jetzt noch nicht so oft im Einsatz gewesen. Hier so ein Letterman-Nachbau von Amazon, auch noch nicht so oft im Einsatz. Ein Reifenflickset, auch noch nicht im Einsatz gewesen, aber jedes Mal mit dabei. Gibt ein beruhigendes Gefühl, könnte man unterwegs einen kleinen Platten auf jeden Fall flicken. Dann dauerhaft im Einsatz meine Stirnlampen. Braucht man ja am Abend zum Zelt aufbauen, zum Kochen und zu allem. Da immer mit dabei, auch mit Ersatzbatterien. Genau, so eine Knopfbatterie für meinen Fernauslöser. Dann auch dauerhaft im Einsatz mein Gasbrenner mit super geilem Packmaß. Das ist quasi hier die Brenneinheit, die man einfach auf diese Gaskartusche oben drauf schraubt. Und da ist noch so Faltbesteck drin. Ups, was rausgefallen. Da ist noch das Faltbesteck drin, dann kann man das alles da so reinmachen. Und dann kommt da quasi die beiden Töpfe übereinander. Und dann ist das super geil klein in diesem Netz drin. Also nimmt kaum Platz weg. Das hier wäre ein bisschen größere Variante, ein bisschen stabiler aufgebaut. Auch ein Gasbrenner, den man einfach auf die Gaskartusche schraubt. Den habe ich mir mal gekauft, aber bis jetzt bin ich eigentlich immer mit dem einfachen Ding hier unterwegs. Dann habe ich noch eine JBL-Box für die einsamen Abende am Lagerfeuer, ein bisschen Musik hören. So ein Reisehandtuch, wenn man mal in wärmere Länder fährt, zum Abtrocknen am Baden.
Dann Erste-Hilfe-Packung, Gott sei Dank auch noch nie gebraucht. Ja, hier habe ich zwei so Reparatur-Sets. Die finde ich auch extrem wichtig. Habe ich mir zugelegt, nachdem ich 2 Nächte mal auf einer kaputten Isomatte habe versuchen müssen zu schlafen. Wenn das auch schon mal passiert ist, Loch in der Isomatte ist die absolute Hölle unterwegs. Also da schläft man keine halbe Stunde am Stück, weil dann tut einem irgendwann irgendwas weh und man wacht auf. Deswegen hier so Reparaturzeug, kann man Zelt flicken, Luftmatratze, Isomatte, kann man sogar Gummistiefel flicken. Also auf jeden Fall, wenn man es braucht, sehr, sehr wertvoll, dass man es hat. Bisschen so Werkzeugset kann man jetzt auch nicht das Größte richten, aber ab und zu habe ich schon gebraucht unterwegs. Meine Schraube nachziehen, dann Anzünder fürs Lagerfeuer. Hier so eine Handkettensäge, die funktioniert auch richtig gut. Kann man also richtig dickes Holz auch mit den Händen auseinandersägen. Panzertape und eine Schnur für auch kleinere Reparaturen. Dann hier meine Machete, auch zum Holzspalten und Kleinholz sammeln. Dann immer ganz oben mit drin im Topcase Sonnencreme. Und hier haben wir noch für den Sommer dann, oder wenn es in nördliche Regionen geht, ein Mückenspray. Hygieneartikel, Zahnbürste und Zahnpasta. Und hier haben wir noch Verpflegung. Wer meine Videos kennt, der weiß, bei mir gibt es immer Knorr und Maggi, Nudelsnacks. Noch ein bisschen aufpeppen mit Gewürzen. Und in der Früh habe ich dann immer so 2-in-1 Kaffee-Cappuccino-Sticks. Wo man einfach Wasser aufkocht, dann haut man von dem Pulver ein bisschen was rein, hat man in der Früh immer schönen Kaffee. So, dann kommen wir schon zur nächsten Sparte. Und zwar mein Camping-Equipment. Da habe ich hier als allererstes mein Zelt. Ist von der Marke Quechua. Quick Hiker 2. Vom Decathlon. Also allgemein hier die Campingausrüstung ist ganz viel von Decathlon. Und da kann man echt sagen, die Marke Quechua und diese hier Vorklar. Die sind der absolute Hammer, also Preis-Leistung top. Alles, was ich von denen habe, ist einfach nur geil und kostet nicht mal annähernd so viel wie anderes Profi-Equipment in anderen Läden. Also Decathlon, die beiden Marken, kann man alles kaufen. Das Zelt habe ich mittlerweile seit auch 3 Jahren bestimmt schon über 50 Nächte drin gepennt, 50 Mal auf- und abgebaut und ist nach wie vor top. Also absolut geiles Zelt, kann ich zu 100% empfehlen. Da ist nichts, was ich anders machen würde. Dann hier ein Kissen, so ein aufblasbares Kissen zum Schlafen. Hier ist noch so ein Stuhl drin, so ein Klappstuhl, auch geiles Packmaß von Nordkap-Marke von Luis. Den habe ich auch schon seit aller Anfangszeiten. Der gibt aber langsam den Geist auf, da wird es jetzt bald mal einen neuen geben. Dann habe ich hier noch eine Unterlegeplane, wenn ich mal das Zelt auf nicht so schön im Untergrund aufbauen müsste mit Kieselsteiner oder so, könnt ihr hier die Plane noch drunter legen. Und hier ist mein Mumienschlafsack mit 0 Grad Komfortzone, auch von Decathlon. Und da muss ich sagen, ich habe ja schon einige Schlafsäcke gehabt, die 0 Grad Komfort versprochen haben. Hat noch kein einziger gehalten, außer der hier. Da kann man wirklich, also ich habe schon bis minus 5 Grad im Zelt geschlafen mit dem ohne Probleme, wenn man sich entsprechend kleidet noch, aber das erzähle ich dann später. Aber bis 0 Grad auf jeden Fall überhaupt kein Problem. Dann auch Decathlon, diese aufblasbare Isomatte für eine Person. Auch geiles Packmaß und schön isolieren von unten, also auch die wichtig für kalte Temperaturen. Zum Übernachten im Zelt, gute Isomatte, isoliert gut von unten. Und so mit den drei Sachen ist man schon mal bei kalten Temperaturen im Zelt gut gewappnet. Gut, dann habe ich hier noch meine zwei Stative, ein Stativ fürs Handy und ein Stativ für die Kamera. Einfach zum Fahrbilder machen, Bilder von einem selber machen, Videos vom Zelt aufbauen und so weiter.
Da brauche ich dann immer die Stative. Und genau, das war es jetzt eigentlich mal soweit zum Equipment, was im Koffer so landet. Dann habe ich noch ein paar Klamotten hier hergerichtet, was so funktionsmäßig noch bei mir mit dabei sind. Was ich quasi auch am Mann habe, wenn ich losfahre. Da habe ich einmal, wenn wir von hier unten anfangen, so Regenüberziehhandschuhe zum Drüberziehen. Dann von der Marke Ruka, wie auch meine Kombi Gore-Tex Handschuhe. Die sind prinzipiell auch schon wasserdicht und winddicht und halten auch schön warm. In Kombination mit der Griffheizung auch bei einstelligen Temperaturen, auch bis 0 Grad, kein Problem mit den Handschuhen. Dann hier meine Stiefel, die habe ich im letzten Packvideo von vor 3 Jahren schon mal ein bisschen vorgestellt. Das sind die Hikes, das ist der WW Bergschuh, das sind quasi auch die Bundeswehrstiefel für die Gebirgsjäger in Deutschland und die halten jetzt schon seit über 3 Jahren wasserdicht, winddicht, warm und sind stabil und einfach nur genial. Ja, dann habe ich hier noch ein paar Klamotten hergerichtet, was ich quasi auf einer kalten Tour im Norden so alles anhab. Da habe ich als erstes auch mal meine Funktionsunterwäsche, auch von Forklaz. Die ist aus Merino-Wolle. Merino-Wolle hat die Eigenschaft, es ist sehr warm und sehr geruchhemmend, geruchabweisend. Genau, und da haben wir einfach die lange Unterwäsche, Funktionsunterwäsche, die kommt unten rein. Genau, und das ist hier dann mein Notfallpack für extrem kalte Nächte im Zelt. Da geht's los mit Socken. Und zwar ausreichende Menge. Also ich habe teilweise echt schon mit 4 Paar Socken an die Füße dann geschlafen. Aber am Schluss ganz wichtig, so richtig dicke Wollsocken. Weil, was mindestens genauso schlimm ist wie eine Isomatte ohne Luft, ist kalte Füße. Da schlaft ihr keine Minute. Deswegen immer die Füße warm halten, ist das Allerwichtigste. Und dann kann man auch bei Minusgrade schön mollig schlafen. Und mit den Klamotten ist es so, also ich habe hier nochmal ein paar Funktionsunterwäsche drin. Also nochmal langes Oberteil und Hose. Weil es gibt zwar das Gerücht, dass man im Schlafsack quasi nackt reingehen soll, dass es dann am wärmsten wäre. Das Gerücht kann ich aber soweit aus meiner Erfahrung raus nicht bestätigen, weil ich musste teilweise schon in der Nacht, weil es mich gefroren hat, dann noch eine Lage anziehen, noch eine Lage anziehen und irgendwann war es dann gut. Also umso kälter es wird, meiner Meinung nach, umso mehr anziehen im Schlafsack. Deswegen nochmal ein extra Pärchen Funktionsunterwäsche. Das ziehe ich mir dann drüber und wenn es dann noch nicht warm ist, dann teilweise noch Pulli und die Regenjacke dann. Genau, das war dann quasi die Minusgrade Notfalltasche. Allgemein tue ich auch meine Klamotten, also auch T-Shirts und alles immer in Müllbeutel verstauen, weil dann kann man hier so einen leichten Knoten reinmachen und kann das gut komprimieren, zusammenpressen, dann passt mehr in den Koffer rein. Dann habe ich hier noch auch von der Marke Quechua, wie mein Zelt, eine wasserfeste Jacke. Also komplett wasser- und winddicht. Hat mir in Island auch sehr viel geholfen. Die habe ich eigentlich permanent unter der Motorradkombi noch angehabt, weil das einfach nochmal ein zusätzlicher Windblocker ist und hält die Wärme und alles schön am Körper drin und lässt keinen Wind durch. Dann auch noch eine wasser- und winddichte Hose, wieder von Forklaz. Da habe ich in Island auch, zum Beispiel auf dem Vulkan, bin ich mit der 6 Stunden im Regen spaziert und war trotzdem komplett trocken dann am Abend. Also wasserdichte Hose für den Preis, mega, mega gut. Dann eigentlich auch selten im Einsatz. Ich habe es einmal gebraucht in Island, wo ich dann längere Zeit bei Kälte und Regen am Stück gefahren bin. Nochmal eine Überziehkombi, wasserdicht von Luis. Genau, Hose und Jacke. Die hat, ich glaube, um die 80 Euro gekostet. Die hält relativ gut. Also in Island hat sie mich auf jeden Fall nicht enttäuscht. Dann kommt meine Motorradkombi, die ist mittlerweile
etwas in die Jahre gekommen, auch schon etwas abgenutzt, man sieht's, aber zweckmäßig nach wie vor tipptopp. Auch von der Marke Ruka mit Gore-Tex Inlet, also Fahrten im Regen von über 6-7 Stunden hält die eigentlich auch ohne Überzieh-Kombi komplett alleine wasserdicht. Also diese Überzieh-Regen-Kombi, die habe ich eigentlich nur gekauft, auch nochmal wegen der Kälte, um da nochmal eine zusätzliche Isolationsschicht zu haben. Ansonsten, wenn es wärmer ist, also über 10 Grad, sagen wir mal so, und regnet, dann reicht mir die Kombi eigentlich aus, da ziehe ich dann auch nichts drüber. Genau, und das ist ja noch die Jacke, also man kann sowohl bei Hose wie auch bei Jacke diese wasserfeste Gore-Tex-Membran, das ist quasi die hier, die kann man auch rausnehmen und dann kann man quasi im Sommer ohne das Ding fahren, dann ist es nicht so heiß. Finde ich eine super Sache. Also die Gore-Tex-Kombis gibt es ja auch an einem Stück quasi, die sind dann noch besser wasserdicht ein bisschen, aber mit der rausnehmbaren Membran hat man halt den Vorteil, dass man auch bei wärmeren Temperaturen dann nicht in der Kombi eingeht. Genau. Und dann haben wir hier noch meine Koffer. Ja, den von Kiwi, den habe ich jetzt dann schon bald seit 8 Jahren. Ist mein Topcase, hat einiges Platz. Dann die beiden Original Suzuki Seitenkoffer von der Faustrom. Passt auch gut was rein. Und die High-End-Lösung ist natürlich dieser Dryback 600. Steht für 60 Liter Inhalt. Der ist von der Marke SW Motec und da kriegt man echt alles rein. Da, also mit den Staumöglichkeiten können die quasi um die Welt fahren. Da würde man alles unterbringen. Ist überhaupt kein Problem. Da passt echt richtig viel rein. Ist auch komplett wasserdicht. Der ist bei mir immer hinten drauf geschnallt auf den Sozius-Sitz quasi. Der lässt sich von oben aufmachen. Was auch ein Vorteil ist. Da hat einiges Platz. Super Lösung. Ist hier auch so mit den Bändeln dann am Motorrad festgemacht. Also gefällt mir ganz gut. Klasse Marke auch, SW Motec. Ja, und das war es jetzt eigentlich schon. Also, das war das ganze Geheimnis. Das ist auf meiner Tour mit dabei. Und ja, ist sicher jetzt nicht alles das beste oder profimäßigste Equipment, sondern eigentlich das, was für mich halt preis-leistungsmäßig ausreicht. Mehr brauche ich nicht, mehr vermisse ich aktuell auch nicht auf den Touren. Ich komme klar damit und für mich eigentlich die perfekte Packliste. Und ich versuche mal noch euch dann in der Videobeschreibung, also einfach unter dem Video mal auf den Pfeil klicken, die Videobeschreibung aufklappen. Da versuche ich mal so viel wie möglich von den Produkten auch zum Verlinken, dass ihr das dann auch nachkaufen könntet oder euch im Internet nochmal anschauen könnt. Ansonsten schaut auch mal auf Instagram und Facebook rein bei mir. Die Links findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich habe dieses Jahr einiges vor. Es soll in den Balkan gehen, es soll in die Pyrenäen gehen, Schweiz eine Tour habe ich noch vor. Und das wird natürlich alles wieder live auf Instagram gestreamt. Und auf YouTube natürlich auch per Dokumentation verfilmt. Also dann bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Bis dann. Ciao.